Hallöchen und herzlich willkommen zum hoffentlich finalen Part des Spiels. Und das wird auch immer schwerer, kann ich euch versprechen. Ah, was meine da? Ich finde das Schweben voll bescheuert. Aber das Bäuchchen, was der hat, gefällt mir dann doch wieder. Ich werde ein bisschen vorsichtig spielen müssen, denn das ist eine wirklich schwere Stage. Finde ich jedenfalls. Brauchen wir nicht. Nicht mehr. So, und hier hoch und hier hoch. Die Steuerung ist übrigens ganz gut in dem Spiel. Habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Was kommt jetzt für eine Sauerei? Eine Blondine. Ja, das ist eine Sauerei. Das sehe ich an. Warte! Oh! Habt ihr das gesehen? Das war knappig. Das war Sarah knappig. Oh, und das auch wieder. What? Hier, komm her. Okay. Also, wir müssen jetzt einen Namen bilden, wenn ich das überhaupt überlebe, ja? G und H haben wir schon gebildet, das ist ganz gut. Und, sorry Leute, es hat gerade geklingelt. So, da sind wir wieder zurück. Sorry für die kleine Unterbrechung. Das war der Inder. Ich habe mir nämlich was zu essen bestellt. Ach kommt, Leute, so wird das ja nix. Boah. Junger Vater, gehen die ab. Und ich muss jetzt auch gleich mit dem Hund raus. Ist langsam wieder eine Zeit für den Dicken. Aber zuerst mal... Wow, der war knapp. Spielen wir noch 5 Minuten. Nein! What the fucking shit? Wann das jetzt? Dumm war das. Der trifft er mich nicht? Nee, der trifft mich nicht. Ja, hier kriegst du die Quittung, Alter. Alter Falter, so geht das ja mal gleich gar nicht. So, stopp. Einer muss ja dafür büßen. What? Oh, Kollege. Fehlt noch ein S. Na komm her. Echt blöd. Da, jetzt hätten wir wenigstens das S. Ja, und nun? Ja, der ist nicht so doof, wie er aussah. Aber das ist schon mal gut. Jetzt sind wir relativ... Wir haben das ganze Ghost. Das ist auch gut. Und können die Tür betreten. Gut. Und den Schlüssel einsacken. Denn nun haben wir alle Schlösser für uns ganz allein. Yes. Na, jetzt kommt eine absolut beschissene Stelle. Denn hier wird man eigentlich immer getroffen. Boah. Penner da. Nein! Boah. Junge! Ist mir in Ruhe! Junge! Kommt die mit dem Strickwerk? Mein Lieber, na kommt doch. Trau dich. Nee, besser nicht. Oh. Toll. Toll, der hätte mir ja voll sparen können. So. Gehen wir da hoch. Sieht gar nicht mehr so gut aus, was Energie betrifft. Ja, was will der Pisser da? Nein! Oh, das war knapp. War das knapp oder war das knapp? So, und hier kommt jetzt bestimmt auch irgendeine Sauerei. Ah, nee, doch nicht. The first lock was opened. Wow. The second lock was opened. Und? Ja, wir haben alle Schlüssel. The third lock was opened. Yes. Das heißt, wir haben die Tür geöffnet. Schön. Und wer ist das? Oh.
There is no way. But this for me now? I'm truly sorry. Was geht ab? Junge, erkennst mich nicht wieder. Meine Seele. Sie geht. Was ist denn das? Hohoho, die ist ganz schön sauer. Hä? Die spielen wir jetzt, oder was? Krass, geil. Cool. Absolut sexy. So. Ich traue ja aber nicht so ganz. Werde mich vorantasten. Irgendwie brauche ich auch noch was, was uns auffüllt. What the fucking... Shitty bitty. Mädel, so geht er gar nicht. Und wie laufen wir im Nichts? Wir spielen jetzt unsere Girlfriend, kann das sein? Ich glaube, das kann sein. Aber ich lege eine kleine Pause ein, weil ich muss mit dem Hund raus. So, wenn man Pause macht, ist Musik leiser. So, ist sie wieder lauter? So, ist sie wieder leiser? Lauter? Wieder leiser. Gut. Ich mache hier eine kleine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder zum hoffentlich Finale. Bis dann. Ciao. So, Frodo ist versorgt, ihr Lieben. Und wir können uns aufmachen zum Finale. Boah, ich bin schon ganz aufgeregt. Wir haben eine geile Frisur. Wir spielen unsere Freundin. Wir sind nun in der Seele unserer Freundin. Das ist das, was sich jeder Teenager wünscht. Werden nun... Oh Gott, jetzt muss ich gleich niesen. Was ist das? Das ist der Final Fight. Oh, Super Checker vom Negger und wir catchen. Oh Mann, der ist gar nicht so einfach. Junge. Junge, komm her. Ich... What the fucking shitty hell? Junge. So, und jetzt stirb. Ach komm, jetzt steht's hier. Ach komm jetzt. Wir haben ihn schon. Boah. Und das war sogar recht knapp. Yeah, Stage 6. Claire. Ja. Und nun kommt das Endintro. Endintro. Ui. Ja. Schön. Wie bei Mega Man. Am Ende geht immer alles in die Luft. Puff, puff. Geht bei Mega Man am Ende alles in die Luft? Ich weiß gar nicht. Ich kenne mich da nicht so aus mit der Reihe. Aber ist ja egal. Oh, jetzt wird's kitschig. Frodo. Hm? Hört ihr den eigentlich? Frodo, sag mal hallo. Der leckt das Mikro ab. Okay, ich will die Romantik nicht stören. Wir haben die Freundin gerettet, das heißt, wir haben dieses Intro. Dieses Intro. Diesen Schluss, und zwar den besten. I'm lucky to have had the chance to... Keine Ahnung was. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Was this all a dream? Sorry, wenn ich hier die Dramatik kaputt mache. Und die Vögel fliegen gen Himmel. Hauptsache, wir haben unsere Freundin gerettet, ne? Wir selber als Seele sterben zwar oder sind nicht existent. Aber wir haben unsere Freundin gerettet. Und das ist die Hauptsache. Ja. Also der finale Kampf, der war echt Pipifax. Und das letzte Level ging eigentlich auch. Schwierig war Level 5. Das war wirklich schwer. Ansonsten, ja, ging's eigentlich so, ne? Kann ich euch nahelegen, den Titel? Auf alle Fälle. Erinnert auch ein bisschen an das Spielprinzip von Ghost Trick. Sagt dem einen oder anderen DS-Besitzer unter euch sicher etwas. Kann man sowas von empfehlen, Leute. Eins der geilsten Spiele, die hier auf dem DS erschienen sind. Und die Ära ist ja nun mit dem 3DS beendet. Und eine neue wird aufgemacht. Das heißt, in Zukunft werden DS-Spiele auch Retro sein. Daran muss man sich erstmal gewöhnen.
Arcade Dream. Dream. Dream? Nee, ist ein I, ist ein J. Egal. Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Titel. Ja. Macht's gut. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao.